Und herzlich willkommen in einem neuen Video. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Wir haben hier einen alten Gutshof, will ich ihn jetzt mal nennen, der aber noch so unberührt ist. Kein Graffiti, keine Vandalen bis jetzt, was wir gesehen haben. Ich hoffe, das bleibt so. Und die Stimmung hier ist ganz erdrückend. Meint die ganze Zeit, da kommt jemand. Jetzt eigentlich hier eine Art Waschküche und irgendwie Spinnenweben noch. Hier steht eine ganz alte Nähmaschine. Da fehlt der Aufbau nach oben drauf. Knöpfesammlung und genau. Kühlschrank, brauchst du dich? Kühlschrank. Da wäre ich jetzt fast dran vorbeigelaufen. Schade. Da stehen noch Reitstiefel. Hier warten wir jetzt erstmal ab bei der Tür, oder? Wir haben hier die ehemalige alte Küche. Und wir haben hier sogar noch die Töpfe. Und das Besteck in der Schublade. Hier sieht das so aus, als wenn der Hausherr noch so halb den Tisch gedeckt hatte. Okay, wir haben da noch sieht aus wie eine Notfallrufnummer. Aber ansonsten könnte man meinen, da klebt sogar noch die Nudel vom letzten Abendmahl, hätte ich jetzt was gesagt, vom letzten Abendessen. Okay. Oh, guck dir mal die alte Kuchenform an. Alleine, wenn ihr so einen Schrank heute kaufen wollen würdet. Kostet 1000 Euro Minimum. Ja. Und dann ist der nicht mal so massiv. Ich. Ja, wie so oft müssen wir hier mit dem Licht ein bisschen aufpassen, weil hier ringsrum noch Nachbarn wohnen und die könnten uns eventuell von da drüben aus sehen. Die Sachen. Wir gehen jetzt hier direkt über in den Wohnbereich. Jetzt haben wir das nächste Schätzchen. Oh, guckt euch den Schrank mal an. Wahnsinn, da ist sogar was eingraviert. Was hängt da? Okay. Was haben wir hier? An. Anna Maria, große O Carnaris, anno 1770. 1770. War das nicht so? Hammer.
wie nennt man das früher, haben die Töchter, glaube ich, zur Hochzeit oder so ein Geschenk gekriegt. Aha. Ich komme gerade nicht drauf. Ausstatterkommode oder sowas. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dazu gehört, aber wenn hier auch so ein Name und ein Jahr mit eingraviert ist, ja. Auch ein. Bei einem bin ich mir sicher, irgendjemand, der jetzt da draußen gerade zuschaut, der weiß das und schreibt uns das jetzt unten in die Kommentare. Sieht wirklich so aus, als wenn der Hausherr oder die Hausherrin gerade mal eben zum Einkaufen verschwunden wäre und eigentlich nur auf dem Sprung ist und gleich wiederkommen würde. Gleichen Jahrgang haben. Oh, die ist sogar ein bisschen jünger, kann man da fast so sagen. 1801. Ja, so oft. Aber das ist schon eine andere Nummer jetzt gerade. Ne? Passend dazu noch die alte Kiste. Schublade. Ja, die. Kleine Schublade. Da. Okay, die kriege ich nicht auf. Man muss jetzt mal sagen, es ist schon, an sich ist jetzt kühl hier drin. Ne? Das ist also jetzt nicht so, dass man sagt, ich sitze jetzt gemütlich im Wohnzimmer. Vielleicht, wenn der Kamin läuft, okay. Aber an sich, wir haben hier einen Steinboden, einen kalten Steinboden, hohe Decken. Hohe Decken finde ich jetzt nicht mehr schlimm. Nee, das ist jetzt aber, dass natürlich auch der Raum an sich kühler wirkt und im Winter auch kühler ist, weil die Wärme nach oben zieht. Also jetzt gerade im Sommer ist es perfekt hier drin, von der Temperatur. Ja, für mich immer noch zu viel, aber... Ja, ich glaube, das ist eher noch nicht, dass wir gewandert sind. Also was habe ich von außen so ähnlich schon gesehen vorhin? Noch Reitjacken, jede Menge. Schuhe. Diese ganzen Käfige, die hier stehen, verwirren mich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wofür man die gebraucht hat. Leute, warum steht der hier? Ja, Hammer. Und vor allen Dingen, wie ist der hier reingekommen? Da, durch das Tor? Stimmt. Ja, der hat jetzt kein Kennzeichen.
Okay, das hier sieht noch relativ frisch aus, der Rasenmäher. Aber der Wagen ist schon echt heftig. Vor allen Dingen, das ist selten genug, dass ich den mal auf der Straße gesehen habe und hier steht er rum. Ui. Also ganz ehrlich, so ein bisschen habe ich das Gefühl, hier kommt gleich einer um die Ecke. Der hat auch platte Räder, aber mal ganz ehrlich, wisst ihr, was so ein Unimog kostet? Und hier steht er rum. Also hier wurde mit Sicherheit mal so richtig Landwirtschaft betrieben, wenn man die Geräte alle brauchte, die hier stehen. Heftig. Also erzählen kann man das ja, finde ich. Also, wir haben im Vorfeld ein ganz klein bisschen recherchiert. Es gibt eine recht dubiose Geschichte über diesen Ort, den wir aber mit langer, langer Recherche nicht bestätigen können. Ja, das soll wohl 1980 rum, soll eine Frau hier noch alleine gelebt haben und leider Gottes hier direkt im Flur auf dem Teppich verstorben sein. Also so wie es aussieht oder so wie es hieß, eines natürlichen Todes. Aber hat das angeblich bis zu 3 Monate gedauert, bis sie hier gefunden wurde. Aber nochmal, wir haben viel und lange recherchiert. Und so ein Fall würde zwangsläufig irgendwo in den Medien mal aufgetaucht sein und wir haben nichts gefunden dergleichen. Das Einzige, was dann noch weiter gesagt wurde, war, dass eben genau das der Grund ist, warum die Töchter eben dieses Anwesen hier nicht haben möchten, aber es auch deshalb nicht verkaufen können. Also nicht wollen und nicht können, weil die Mutter eben hier 3 Monate tot lag. Sie wollen es selber nicht betreten, sie wollen es selber nicht haben, aber eben auch gleichzeitig nicht verkaufen. Ob das jetzt hier wirklich passiert ist, ich weiß es nicht. Also ich meine, das Einzige, was ich sagen kann, Chanel findet das hier alles. Die ist die ganze Zeit nur am Meckern. Ja, die ist nur am Erzählen. Und eigentlich ist die recht ruhig, wenn sie in ihrem Täschchen sitzt und die gibt hier die ganze Zeit Gas. Ja, also irgendwas ist hier auf jeden Fall. Vielleicht ist es. Meine Theorie war eher, dass hier vielleicht ein Tier hier verstorben ist und ausgeblutet ist oder. Wir können euch den Teppich mal zeigen, von dem die Rede ist. Weil angeblich soll das Ganze hier an der Stelle passiert sein. Ich meine, klar, jetzt liegt hier ein Teppich, der sieht auch zerpflückt aus. Aber nochmal. Auch wenn wir hier weit vom Schuss sind auf dem Dorf, trotz alledem würde in irgendeiner Zeitung, in irgendwelchen Medien davon mit Sicherheit mal was erwähnt werden. Und wir haben nichts dergleichen gefunden. Also falls aber einer von euch da draußen doch einen Zeitungsbericht mal gesehen hat. Meldet euch. Ja, bitte. Wir machen mal weiter, bevor der Hund hier gleich noch ausflippt. Wir machen hier mal einen großen Schritt drüber. Oh, ihr seht jetzt hier noch
die Garderobe. Hier haben wir noch einen kleinen Schuhschrank. Ja, Schuhschrank ist nicht eine Kommode. Da seht ihr noch Reitaccessoires, Handschuhe, die Gehre, sagt Gerte, sagt man dazu, ne? Gerte. Gerte, ja. Und wir haben hier nochmal ein zweites Wohnzimmer. Sieht zumindest so aus. Das ist schon wesentlich gemütlicher, aber boah, der hintere Bereich ist sowas von creepy. Also wenn sich da jetzt irgendwas bewegt. Boah, guckt euch mal den Schreibtisch an, ist der verschimmelt? Ist das heftig? Ja, ist das verschimmelt? Weiß ich nicht. Oder ist das, das ist Vintage? Das Look. Boah, wir gucken überhaupt nicht hinter uns hier. Wir haben hier noch handgemalte Bilder. Mann, was hier alles zurückgelassen wurde. Noch. Ja. Die hat meine Oma mal gehabt. Mhm. Ja, okay, ich meine, natürlich, wenn das Haus hier gebaut wurde. Hier ist noch die komplette Garderobe. Da haben wir Bettzeug, Kleider, Blusen. Eigentlich. Noch mehr Blusen. Eigentlich ein Sekretär da unten dran für die Wäsche. Mhm. Wir sind ja auf dem Hof, da ist der Nutzen immer ein bisschen anders. Da ist noch ein altes Handtäschchen und eine Taschenlampe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Tür hier aufmachen will. Die ist abgeschlossen. Unglaublich. Hier haben wir noch alte Fotos und der Hammer, da liegt noch eine Packung Toffifee drin, könnt ihr das sehen? Die ist ein bisschen weiß, die Schokolade. Fotoalbum, ja, das sind Pferdebilder. Ich würde sagen Urlaub, oder ist das hier auf dem Hof? Nee, das ist Urlaub, ne? Strandfoto. Aber so viel zum Thema. Ist der Schreibtisch verschimmelt? Jetzt guckt euch mal die Bücher hier an. Die sind weiß, schneeweiß vor Schimmel. Ist das die Bibel? Tatsächlich so aus. Es sieht aber tatsächlich so aus, als wenn derjenige, der hier gewohnt hat, schlichtweg einfach gegangen ist. Ganz egal wie gegangen, aber. Aber jetzt guck dir mal den Teppich hier an. Der sieht ja eigentlich schon fast genauso aus wie der Teppich draußen. Also ist das vielleicht wirklich, dass sich hier einfach nur ein Tier ständig austobt und rumkratzt? Apropos und Tier, was ist das? Und. Das ist hoffentlich Nee, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das. Ist das eine Decke? Ich weiß es nicht. Hier anfassen. Ich kann es nicht sagen, ich will es auch nicht sagen. Was ist das? Was ist das schwer? Schwerer. Ja, oder fürs Aquarium. Nein, Briefe ist schwer. Das ist alles voll mit Fotos hier auf dem Boden. Also je nachdem, wie gut das Mikro hier an der Kamera ist, könnt ihr jetzt gerade mein Herzklopfen hören. Vor allen Dingen, da liegt das nächste irgendwas auf dem Boden.
Das fasse ich jetzt wirklich nicht an, weil das, was ihr da an der Seite seht, ist die Tatze, die Pfote. Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass hier ein komplettes totes Tier liegt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht präpariert wurde, aber wenn die Pfote noch dran ist, dann... Ah, ich weiß nicht. Ja, haben die Katzen hier gewohnt und haben noch den Teppich zerpflückt, oder? Ja, okay, ich meine, wenn dann wirklich wenn das Frauchen dann noch da lag, Katzen lassen sich dann ja daran aus, ne, und fressen dann den Menschen. Leute, Leute, Leute. Noch Urkunden, Bescheinigung. Und noch Fotos. Oh. Wobei die Fotos jetzt hier gar nicht so alt aussehen, die hier stehen. Aber alleine schon alt, weil so viel Schimmel wieder drauf ist. Das ist 1980, reicht das schon. Ausnahmsweise mal hört die sich noch recht stabil an. Ist das Kerzenwachs? Oder sind die Bluttropfen auf dem Boden? So, auf die Bohlen sind ein bisschen locker. Mhm. Betttücher. Gar nicht, was das für ein Zimmer gewesen sein könnte. Ein kleines Schlafzimmer? Kinderzimmer? Boah. Ja. Der jetzt nicht ganz so? Noch Handtücher. Aber tatsächlich alles Damenkleider. Wobei das hier, als wenn du das mal so siehst, mit diesem Plastikbaum. Okay. Ja. Das ist für den Pianist unten, fürs Klavier. Aber so, das ist ganz ehrlich, das kriegst du ja, die Möbel, wie sie jetzt hier stehen, die kriegst du heute schon wieder teilweise zu kaufen. Ja. Dann so mit dem Plastikbaum, das ist eigentlich das Gefühl, du stehst hier jetzt in einer Ausstellung von einem Retro-Möbelgeschäft. Hier hat man sich abends dann noch frisch gemacht vorm Schlafengehen. Mhm. Das war früher so, ne? Oh, hier war noch ein altes Bild. Und gleich daneben der Nachttopf. Mhm. Ja, ja, da drüben. Ja. Ja. Aber ist doch der Hammer, dann kommt ihr die Treppe runter. Und dann steht ihr hier, erstmal ist hier ein Temperaturunterschied, jetzt von mindestens 10 Grad.
Es ist kühl. Vor allen Dingen mal die Kellertür hier mal zugeschraubt. Das ist gerade hier. Ja, Leute, wir beenden das Ganze hier, wo wir angefangen haben. Es wird allmählich ein bisschen komisch hier. In jeder Ecke knackt es, hier kommen komische Geräusche und. Ich habe nur noch Herzrasen, Sie hier auch. Irgendwie ist es gerade ein bisschen beklemmt hier. Aber wir wollen die Gelegenheit mal eben nutzen, um uns von euch zu verabschieden. Ja, wie immer an der Stelle würden wir uns freuen, wenn ihr uns für dieses Video einen Daumen nach oben geben würdet. Genau, und abonniert den Kanal, kostenlos natürlich, und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Ja, genau. Bis dahin.